So, wir wollen, was sagt das Inventar? Wir wollen ein paar Sachen identifizieren. Tränke sehen langsam auch ein wenig mau aus. Würde ich aber ungern kaufen. Weil ich denke, wir werden ein paar von den Kleinen noch bekommen und danach geht es mit denen hier los. Da müssen wir dann gucken. Also identifizieren, reparieren, Essen kaufen. Okay. Also gehen wir unsere Standardsrunde. Dahin. Und das Packpferd können wir eigentlich echt wegbringen, ne? Ja komm, gehen wir nach Hause. Ja, farewell. Farewell. Also was mit dir? Anwerbung Kundschafter. Wissen des Feindes. 2% des Goldes, das wir finden. Stimmt eigentlich. Wir sollten gar keinen anheuern wegen dem Gold. Also wir hätten das Pferd auch ruhig da lassen können. Was ist mit dem Goblin? Kostet der Goblin was? Ja, der hat auch Trinkgeld hier bekommen, also wird er auch was kosten. Anwerbung Koch. Kengi lieben Reisen. Kengi nur kein Fleisch, bla bla bla. Fortsetzen. Achso, wir müssen den Dialog nochmal machen. Okay. 3% des Goldes zu finden, nö. Nö, 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 nö. Na ey. Ich würde schon noch gern was zu essen kaufen, bevor er mich rausschmeißt. Danke. Dienste. Wir würden gern Proviant kaufen. 60 Gold. Experte mit den Dolchen? Nee, können wir nicht. Oh, haben wir noch andere Experten? Hier? Nein. Auftrag Bestiarium. Tada! Erfüllt. Einen schönen Tag noch, Freunde. Ich heiße Yassad. Was? Stelle ich mir interessant vor. Ich gehe auf jemanden zu. Hallo, ich bin Gerogon. Dann kommt ein Gespräch, ein Gespräch, ein Gespräch. Und am Ende sage ich, okay, ich gehe dann jetzt. Ich heiße Gerogon. Was? okay. Also ich denke mal, diesen komischen Kauz werden wir nochmal wiederfinden. Und der wird uns dann den Auftrag geben, noch mehr Biester ins Bestiarium einzutragen. Aber mal gucken. Jetzt wollen wir allerdings einen neuen Auftrag von Maximus. Ich habe das Licht im Leuchtturm wieder aufblitzen sehen. Ich nehme an, das ist euer Werk? Mhm, okay. Auftrag, der steinerne Weg nach Port Mehren. Ich habe Rosalie getroffen und sie hat mir erzählt, ihr hättet ihr dabei geholfen, mit diesen Straßenräubern fertig zu werden. Dafür habt ihr meinen Dank, Schatzjäger. Tja ja, es ist wohl an der Zeit für euch, den Statthalter der Halbinsel kennenzulernen. Geht zu Burg Port Mehren. Ihr könnt sie nicht verfehlen. Es ist die große Festung nördlich von Sorpegal, unweit der Berge. Raus. Und ja, Port Mehren kennen wir schon. Also, die Helden hier nicht, aber die vorherige Inkarnation der Helden kennt er schon. Zwergenrüstung. Reparatur. Alles reparieren. Experte mit der schweren Rüstung für Trick. Sehr gut. Nur mal ganz kurz gucken, was er so für Waren hat. Irgendwas Blaues? 100% Schutz vor Bewusstlosigkeit. Das haben wir doch schon mal, oder? Du? Genau. Dunkelabweisendes Lehrlingsstirnband der Klarheit. Feuerabweisendes Lehrlingsstirnband der Klarheit. Nein, des Bewusstseins. Hä? Was? 100% Schutz vor Wirrung. Ah, da hast du das Bewusstseins. Was hast du auf dem Kopf? Ein Rüstungswert 1 mit 6 gegen Dunkelmagie. Aber nee, komm, 614 Schutz vor Bewusstlosigkeit. Das bräuchten wir eigentlich schon, weil wir hatten es ja schon mal gehabt, dass einfach so mit einem Knuff ein Held bewusstlos war und dann gar nichts mehr machen konnte den ganzen Kampf über. Aber es bringt keinen Rüstungsschutz. Das ist doof. Ne, ich will mit meinem Geld ein bisschen mehr knausern jetzt. Wir geben das so häufig aus. So kommen wir nie an diese plus 1 auf alles Fiole. Oder hatten wir die schon gekauft? Ne, ich glaube nicht. Die 6000 Gold hätten mir dann doch zu sehr wehgetan. Hätte ich sie in Erinnerung behalten. So, identifizieren. Waren durchsehen, handeln.
Genau, da ist das Ding 7000. ja, die anderen blauen Sachen gucken wir uns auch gar nicht erst an. Wir würden jetzt gerne Ausrüstung bestimmen. Ausrüstung bestimmen. Alles bestimmen. Und ist das gerade teurer geworden oder war es vorher auch 150 jeweils? Na gut, 600 Gold weg. Klatsch, nein, das war's, danke. So, fehlt nur noch der Waffenschmied. Ich glaube, wenn wir jetzt hier rum zurückgehen, kommen wir an dem vorbei. Oder ist das eine Sackgasse? Hier ist eine Sackgasse. Da ist der Waffenschmied, okay. Rum, rum, rum. Da runter und dann links rum. Und wenn wir die ganzen Sachen repariert haben, können wir uns auch erstmal die magischen Sachen angucken, was da so bei ist. Und den Überschuss erstmal verkaufen. Kaltwels Waffen. Reparaturwaffen. Alle Waffen. Experte der Kriegsführung? Nein. Veteran. Er war mal ein Veteran. Okay. Oder ist jetzt ein Veteran. Da sind mir die magischen Sachen irgendwie doch ein Ticken wichtiger. So, für dich uninteressant, für dich. Du hast ein weißes Schild mit plus 4. Hier ist eins mit plus 5. Da ist eins mit plus 8. Du machst plus 4 Widerstand gegen Lichtmagie. Das ist schon mal gut. Auch wenn wir wahrscheinlich nicht so häufig mit Lichtmagie angegriffen werden. Bei einer erfolgreichen Abwehr wird der Angreifer mit einer Wahrscheinlichkeit von 3% vergiftet. Was echt nicht viel ist. 3% jeder 33. Treffer, ne? Was machst du? 6% gegen Wassermagie, dafür aber 3 weniger Rüstungswert. Bei einer erfolgreichen Abwehr wird der Angriff mit einer Wahrscheinlichkeit von 3% mit dem Zustand unterkühlt belegt. Die Nahkampf- und Fernkampfangriffe des Ziels vermindern sich um 1 bis zu einem Minimum von 1, wobei die meisten Gegner halt nur einmal eh angreifen zurzeit. Weg bis zum Ende der Runde. Also nö. Das kann weg. Das kommt. Ah, du darfst nicht. Menno, ich fall immer wieder drauf rein. Okay, das bewahren wir uns für später. Eine Stufe in Mystik. Hat noch jemand einen Ringplatz? Ja. Plus 1 in Fähigkeitsstufen Speer. Wäre eigentlich ganz interessant. Wenn sie eh schon mit dem Speer umgehen könnte und wenn sie nicht den Verwirrungsschutz haben will. Wobei, wie häufig werden wir verwirrt? Bisher noch gar nicht, ne? Aber nee, das wollten wir bei ihr so lassen, dass sie gegen alles einigermaßen geschützt ist. Das heißt, das Ding können wir auch verkaufen. Auch wenn es blau ist. Und die Robe. Was macht die Robe Schönes? Plus ein Geist. Und Schuss gegen Erdmagie und ein Rüstungswert mehr. Checkpot. Du weg, du dahin, hier raus. So, noch irgendwas. Wir können mal kurz in die Kirche reingucken, ob unsere ehemalige Auftraggeberin da uns irgendwas Neues zu sagen hat. Du? Nö, nur Klatsch und Ratsch. Das wollen wir nicht hören. Experte für Lichtmagie wollen wir nicht. Dienste brauchen wir, glaube ich, auch keine. Nö. Raus. Okay, Port Meyrin. Willkommen. Tapsen in die Richtung. Wir hatten doch nichts mehr hier in der Stadt zu erledigen, oder? Du hast komischerweise noch keine Ringe, keine Amulette. Du hast auch keine Ringe und keine Handschuhe. Gib mal direkt deinen Handschuh. Armer Tank. So. Fertigkeiten, Fertigkeiten. Expertenrang. Aber wir hatten keinen Lehrer dafür gefunden. Was komisch ist, weil wir für fast alles Lehrer gefunden haben. Ich gehe nochmal in die Trainingshalle, die war hier doch irgendwo. Ich glaube da hinten. Wobei, da gab es diesen Pogo-Stick-Menschen, der war für Bogen, Armbrüste und Dinge. Das hatten wir aufgeschrieben. Ausbildung, Luftbogen, Armbrust, Schwert, Streitkolben, Axt. Ja, nö, hab ich nichts übersehen. Was ist mit dir? Möchte gern Bürgermeister.
Du hast nur Clash, du hast kein Training. Ah, ich habe das Gefühl, ich habe hier irgendwelche NPCs übersehen. Aber ich wüsste nicht direkt, wo. Na gut, sei es drum. Wir kommen auch ohne Schildexperte klar, denke ich. Und vielleicht spinden wir ja später in Sea Haven was. Also, raus. Dann nach Port Mehren. Wo war der Haken bei Port Mehren? Also es hatte erstmal 2 oder 3 Etagen. Und es waren sehr, sehr, sehr viele Banditen drin. Sonst war da, glaube ich, nichts Besonderes. War doch, Fallen waren da. Stimmt, in dem letzten Dungeon, in der Liebeshöhle, Unterkunft, was auch immer das war, waren doch gar keine Fallen gewesen. Also muss ich mich getäuscht haben. Dann waren sie echt in Port Mehren drin. Da bin ich echt gespannt, was sie dran gedreht haben, weil vorher waren die ziemlich komisch. Es wurde aber gesagt, dass sie dran gearbeitet haben. Das heißt, eventuell skalieren die jetzt mit oder machen einfach so einen höheren Grundschaden. Müssen wir mal gucken. Auch mal gucken, ob wir sie vielleicht vorher entdecken. Weil wir haben jetzt ja doch angefangen, bei Myrim das hoch zu skalieren. Ich höre schon mal Wasser. Aha. Oh, es ist gar nicht Myrim. Es ist Yallen. No, it's nothing. Genau, das sind eh nur Elfen. Die kann man austauschen, das passt schon. Da hinten ist es. Brunnen müssen wir nicht trinken. Können uns noch mal ganz kurz den Segen da oben abholen. Gab es ja doch ein, zwei. Also einmal diese Statue. Hier war nur für das eine Questding, ne? Aber da hinten war noch eine. Ja, das ist nur... It's the perfect day to begin a journey. So, du bringst einen Segen. Hier ist nichts. Da hinten ist Port Mehren. Da irgendwo ist Sea Haven. Bringst. Stopp. Bringst du was? Ah. Noch ein Buff. 10 Glück für alle. Jetzt schon einen Kampf aufschlagen? Nein, nein, nein. Wir gehen da jetzt rein und töten erstmal ein, zwei Leute. Dann wird geschlafen. Und jetzt liegen hier auch überall Leichen. Okay. Also es ist nicht schön, dass da Leichen liegen, aber vorher waren halt keine da. Das heißt, es muss erst vor kurzem überfallen worden sein. Kommt schon, bewegt euch, kleine Lichtkügelchen. So macht das keinen Spaß. Mhm. Nee, oh. Milizhauptmann, Heda. Also hat Perrin endlich seinen fetten Arsch bewegt und Verstärkung geschickt. Der Statthalter und seine Leute haben sich in den Burgfried zurückgezogen und leisten heftigen Widerstand. Mit eurer Hilfe könnte es uns gelingen, durchzubrechen. Und dieses Liebchen der Imperatorin ein für alle Mal loszuwerden. Geht und meldet euch sofort bei Ivan. Ach übrigens, wie viele Männer habt ihr mitgebracht? Stehen bleiben, ihr seid gar nicht Perrins Männer. Zu den Waffen... Genau, wir sind der Feind. Kann betäuben. Ja, wir können dich töten. Und zwar so und so und so auch noch. Was ist mit dir passiert? Nee, nee, du. Oh, genau das ist dann wohl betäuben. Der wäre erstmal außer Gefecht. Kerogon ist 0 Runden lang betäubt. Mhm. So viel zu den 10 Punkten Glück. Weg mit dir. Hört, hört. Wegen des schlechten Zustands von Boden und Decke ist der Zutritt zu einigen Zimmern bis auf weiteres verboten. Im Ost- und Nordflügel ist besonders Vorsicht geboten. Okay. Ostflügel, ja? Na, gucken wir doch gleich mal hinten. Hallo Jungs. Oh, der Fernkämpfer geht zurück, der Nahkämpfer geht vor. Das ist auch neu, glaube ich. Normalerweise sind die immer stehen geblieben, haben einfach nur geschossen. Na gut, dann schieß. Eis, Feuer, schieß. 36 Trefferpunkte. Hauen. Eis, Feuer, schieß. Meh. Oh, und mittlere Lebenstränke. Sagte ich doch. Das
müsste bald kommen, dass die besseren Tränke droppen. Und jetzt hätten wir den Zeitpunkt. Eis, Feuer, Pfeil. So, Zauberpunkte sind leer. Und die sind eh müde. Also sollten wir jetzt mal versuchen zu schlafen. Gefahrenanzeiger sagt nichts. Auch wenn ich es taktisch nicht für besonders sinnvoll halte, am Eingang zu schlafen. Aber na gut. Scheint wohl kein Problem zu sein, 8 Stunden lang vor dem Eingang einer Räuberhöhle zu hocken. Oder besser gesagt, zu einer belagerten Festung. Und da ist abgeschlossen. Hier ist eingestürzt. Okay, wir haben nur einen Weg. Erstmal hier. Das sieht aus wie ein Nebenraum. Genau. Hallo, Nebenraum mit nichts drin.